Die Vergebung setzt allem Leiden und Verlust ein Ende, lehrt uns die Lektion 249. Es gibt aus meiner Perspektive der einzigste Sinn und Zweck, den wir hier zu erfüllen haben, ist Vergebung. Ich habe inzwischen nichts anderes zu tun und ich habe nichts Besseres gefunden. Ich habe viele Dinge gesucht in dieser Welt. Ich habe viele Dinge gefunden in dieser Welt, viele Dinge nicht gefunden, die ich gesucht habe. Und immer, wenn ich sie hatte oder wenn ich sie nicht hatte, war es einfach nur ein weiteres Ding. Für mich war früher Weltreisen, in ferne Länder zu reisen, war für mich eines der wichtigsten Dinge, die ich so eine Zeit lang tun konnte, so eine lange Phase davon hatte. Und ich bin in viele Länder gereist, um irgendwelche Abenteuer zu finden und habe sie gefunden. Und es war nicht das, was ich gesucht habe. Und später habe ich dann andere Dinge gesucht. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte einen bestimmten Wert darstellen in der Welt. Ich wollte mich dann spirituell selbst finden und mit irgendwelchen Ideen und besonderen Methoden. Und auch das hat mich nicht dorthin gebracht, wohin ich wollte. Auch das hat mir nicht das gegeben, was ich wollte. Mein Leiden war immer noch da. Auch wenn ich viel Geld verdient hatte und auch wenn ich mich spirituell belesen hatte, es hat mir nicht das gegeben. Das Leiden war immer noch da. Ich spürte irgendwo in mir, das Glück ist nicht verfügbar. Und es hat keine Rolle gespielt, in welcher Beziehung, in welcher Partnerschaft ich mich befand. Und wie schön sich das anfühlte oder wie nicht schön sich das an oder unschön sich das anfühlte, es war immer noch eine Unzufriedenheit da und ein Schmerz da. Und ja, und im Kurs im Wundern, als ich mal die eine Lektion mir wirklich angeschaut hatte, Vergebung ist die einzigste Funktion, die ich hier habe. Und nicht nur einfach gelesen habe und dann wieder darüber hinweggeflogen bin und wieder meinen Dingen nachgegangen bin. Seit ich das verstanden habe, ist Vergebung das Einzigste, was ich tun will. Und daraus folgt alles Weitere. Und dann lehrt mich die Vergebung, was ich zu tun habe. Und nicht mehr meine Ideen von Verwirklichung, von Erwachen, von Glück, von Freude, von Schönheit. Nein, die Vergebung lehrt mich. Durch die Vergebung kommt ein neues Handeln, kommt ein neues Tun, weil ich in der Vergebung aus meinen alten Denkmustern aussteige. Ich steige aus diesen dunklen Schichten, aus dieser dunklen Pädagogik des Menschen aus. Und es gibt viele Kursschüler, die immer wieder verzweifeln und sagen, ja, aber die Vergebung funktioniert bei mir nicht und ich weiß nicht richtig, ob ich das richtig mache und es fühlt sich so kompliziert an und all diese Dinge. Vergebung ist sehr einfach. Ich will dies vergeben und es wird verschwinden. Es wird sich auflösen.
Es wird sich heilen. So schwierig ist Vergebung. So leicht ist Vergebung. Ich will dies vergeben und ich will stattdessen Schönheit sehen. Denn Vergebung macht schön, tatsächlich. Vergebung macht deine Welt schön. Und warum das Leben nicht auf eine Art, auf eine richtige Gesinnung hin anzupacken und freudig, erwartungsvoll und im absoluten Vertrauen zu sein, dass das Allerbeste für dich, für uns bestimmt ist. Und das kannst du nur durch die Vergebung erfahren. Das erfahren wir nicht durch unsere eigenen Konzepte. Was, wenn nur das Allerbeste für dich bestimmt ist? Denn Gott will, dass du im Leben nur das Allerbeste bekommst. Aber wird dies durch die eigenen Pläne erfahren? Wird dies erfahren, indem wir noch an irgendeinem Groll festhalten oder irgendeiner Idee? Ich kann heute nicht dieses Leben führen, das ich führen will, weil meine Eltern nicht so liebevoll waren. Hey, du bist der Christus. Du bist das leuchtende Buddha-Gewahrsein. Mach dich doch nicht mehr abhängig von solchen Geschichten. Erlaube dir, Vergebung zu praktizieren und zu einer Gewohnheit zu machen, die dich glücklich macht. Lass diese Menschengedanken und Menschenideen einfach hinter dir. Sie bringen doch nichts, nicht wirklich das, was du willst, oder? Bringt dir die Idee etwas, dass du etwas nicht tun kannst, weil dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern? Ja, das ist keine Vergebung. Das ist die dunkle Pädagogik, der wir den Glauben schenken und wir sind eingeladen, aus diesem Glauben uns zu befreien. Und wenn du am Anfang das Gefühl hast, dass Vergebung für dich nicht funktioniert, dann wisse, dass du durch tausende Jahre alter Pädagogik hindurch dich befreist. Es ist eine uralte Schicht von alten Glaubenssätzen und Gedanken und Ideen und Konzepten und therapeutischen Maßnahmen und psychologischen Einflüssen. Und natürlich ist das ein richtiger Job, Vergebung zu praktizieren. Aber da wir uns so sehr daran gewöhnt haben, in urteilenden Geist auf das Leben zu schauen, mag es zu Beginn schwierig erscheinen. Aber das Versprechen liegt in dir, dass du, wenn du Vergebung praktizierst, und zwar in jeder Lebenssituation, was nützt dir die Idee, ja, der hat damals dies und dies läuft nicht so, wie ich will? Und was ist es, wenn es das Allerbeste ist? Nicht das Allerbeste natürlich aus menschlicher Sicht, da ist immer irgendetwas faul. Da ist immer irgendetwas falsch, da sollte immer irgendetwas anders sein. Wir sprechen von deiner geistigen Sicht. Wir sprechen von der Metaebene, die du einnehmen kannst durch Vergebung, in der du nicht mehr in der Situation involviert bist, sondern dich daraus erhebst und dich als freier Geist erfährst. Freiheit im Sinne von freien Geist.
bist Spirit. Und Spirit ist frei. Da sind keine Grenzen durch irgendeine Haut. Dein Körper ist in dir. Die Seele ist nicht in deinem Körper. Wo soll sie denn da sein? Gott ist nicht in deinem Körper. Wo soll denn der da Platz haben? Die Welt ist deine Projektion. Und dein Körper ist eine Projektion. Ja, das mag jetzt eine traurige Information sein, aber es ist doch auch schön zu wissen, dass du nicht der Körper bist. Der Körper ist in dir. Spürst du die Freiheit, die damit einhergeht, in diesem Wissen zu sein, dass der Körper in dir ist? Und alles Leid, das dein Körper erfährt, ist kein Teil von dir. Aber du kannst den Körper dazu benutzen, als Biofeedback-System zu spüren, was noch alles zu vergeben ist. Du siehst deutlich, hey, da bin ich mit meiner Mutter noch im Groll. Hier werfe ich meinem Vater noch etwas vor. Hier möchte ich noch ein bisschen Zeit machen. Das sagst du einfach ganz im tiefen Vertrauen, hey, ich will dies vergeben und es wird verschwinden. Ich will dies vergeben und ich werde darin heilen. Ich will dies vergeben und die Welt wird heilen. Das gilt es zu verstehen, das gilt es zu praktizieren. Und dann wirst du sanft und leicht in einen neuen Glauben emporgehoben, in den Glauben einer, dass du machtvoll bist, dass Macht in dir ist. Denn wer die Macht der Vergebung nicht anwendet, der wird sie nicht erfahren. Und somit wirst du nicht wissen, dass du machtvoll bist. Und der Heilige Geist braucht dich, er braucht dich als freier Geist und nicht mit den Lasten und den schweren Bürden, die du auf dich geladen hast. Es ist ein energetischer Konflikt, in dem du dich befindest, und energetische Konflikte zeigen sich dann auf die Art und Weise in der Welt, wie du sie erfährst. Und es ist doch für eine so immense Kraft, die in dir ist, ein leichtes, energetische Konflikte wieder in die Ordnung zurückzuführen, wieder eine Ordnung herzustellen. Und ich kann dich nur von Herzen ermuntern, dass du der Vergebung wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Letztendlich ist dies das Einzige, was uns Jesus, ja, natürlich mit vielen, aber Jesus, wenn er sagt, folge mir nach, sagt er, praktiziere Vergebung. Und wir schauen auf eine Welt, nicht mehr durch unsere eigenen Geschichten, sondern durch die Liebe. Erst vergeben, dann verstehen.
Setz dich nicht hin und frage dich, ja, kann das funktionieren? Ja, das wäre doch so einfach und kann das wirklich funktionieren? Und es funktioniert. Hab hier ein vollständiges Vertrauen. Beginne dich hier vollständig hineinzubegeben. Es funktioniert. Und ich kenne inzwischen viele Menschen, bei denen es wunderbar funktioniert. Ich habe schon einige Menschen durch starke Krankheiten begleiten dürfen, durch starke Diagnosen begleiten dürfen, durch Missbrauch, Vergewaltigung und vieles mehr begleiten dürfen. Und diese Menschen waren unterschiedlichen Alters, ganz jung bis steinalt. Und wenn sie dieses Prinzip verstanden hatten, zu vergeben, dann kam Frieden in den Geist. Und immer wenn Frieden in unserem Geist ist, kommt Heilung in unseren Geist. Denn die Vergebung malt das Bild einer Welt, in der das Leiden vorbei ist. Verlust unmöglich wird und Ärger keinen Sinn ergibt. Der Angriff ist vergangen und die Verrücktheit hat ein Ende. Welches Leiden ist jetzt vorstellbar? Welcher Verlust kann aufrechterhalten werden? Die Welt wird zu einem Ort der Freude, des Überflusses, der Nächstenliebe und des endlosen Gebens. Sie ist der Himmel. Sie ist in dem Himmel jetzt so ähnlich, dass sie rasch in das Licht verwandelt wird, welches sie widerspiegelt. So hat die Reise, die Gottes Sohn begann, im Licht, aus dem er kam, geendet. Ja, die Vergebung malt das Bild einer Welt, in der das Leiden vorbei ist. Und jetzt frage dich einmal, welche Bilder malst du auf die Welt? Und gibt es die Möglichkeit, vergebende Bilder zu erfahren, wo Verlust und Ärger unmöglich wird und keinen Sinn ergibt? Frage dich mal selbst, hey, welchen Sinn ergibt eigentlich mein Ärger? Und welchen Sinn ergibt eigentlich meine Idee von Verlust und von Mangel und von Sorgen? Es gibt doch wirklich keinen Sinn. Und selbst im größten Unsinn, den wir erfahren, können wir uns darauf besinnen, hey, da gibt es einen Ort in mir, der davon nicht betroffen ist. Und ich möchte mich heute nur noch diesem Geisteszustand öffnen, der von all diesen Ideen in der Welt nicht betroffen ist. Ich möchte mich daran erinnern und mich daran üben, darin üben, unabhängig und frei von den Geschehnissen der Welt zu sein. Und ich möchte mich in Meisterschaft üben. Und wenn wir von Üben sprechen, dann ist die Welt über unser Marktplatz, unser Übungsfeld. Wir bekommen an jedem Tag genügend Möglichkeiten zu üben. Ich sage mal ganz salopp eine Zahl, ca. 20.000 Möglichkeiten kriegen wir am Tag zum Üben. In einer vergebenden Gesinnung zu sein, die uns glücklich macht, die uns frei macht. Und erschrecke dich nicht vor der Zahl,
und sage dir, oje, oje, da muss ich ja ganz, ganz viel. Nein, es dreht sich nicht um dieses ganz, ganz viel. Es dreht sich darum, in dieser inneren Haltung zu sein. Und dann fließt das alles durch dich hindurch. Und du schaust Situationen an, die du früher so einzeln vergeben hast. Ah ja, jetzt urteile ich hier, dann muss ich da vergeben und so weiter. Nein, du bist ständig in diesem Strom der Vergebung. Und dein urteilender Geist, der hat überhaupt keine Relevanz mehr. Er wird übersehen. Er wird vollkommen übersehen. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Und es ist so großartig, dieser urteilenden Frequenz keine Möglichkeit mehr zu geben, durch dich hindurch zu wabern. Sondern du erhöhst die Frequenz der Liebe und gehst eine Stufe höher. Und jeden Tag gehst du eine Treppenstufe höher. Du steigst nicht mehr herab und befindest dich in diesen unteren Ebenen von Scham und Schuld und Angst und Schmerz, sondern erlaube dir jeden Tag eine Stufe höher zu gehen. Hey, heute gehe ich eine Stufe höher in der Vergebung, denn ich will glücklich sein. Und schon alleine dieses innere Anheben, ich gehe heute eine Stufe höher meinem Ziel entgegen, und dieses innere Anheben, das macht dich glücklich. Und hey, und wenn du siehst, ah, ich bin wieder in dieser alten Geschichte gefangen, ah ja, okay, ich wollte ja heute mich auf dieser Stufe der Vergebung befinden, also auf dieser lichtvollen Stufe. Und den nächsten Tag, ah, heute gehe ich wieder eine Stufe höher in der Vergebung, und mach dir ruhig diesbezüglich ein Bild und mach dir dies zu einem gängigen Mittel, jeden Tag eine Stufe höher zu gehen, bis du an dein Ziel gelangst. Du musst nicht wissen, wie das Ziel aussieht, aber du wirst jeden Tag glücklicher sein. Denn jedes Mal, wenn du innerlich, geistig eine Stufe höher gehst, kann Gott zu dir herunterreichen und dich emporheben. Aber wenn du unten verharren willst, in der Idee von du weißt schon, von diesem Schmerz und von diesem Leid, dann kann Gott nichts für dich tun. Erhebe dich, erhebe dich, erhebe dich. Jeden Tag. Und du wirst sehen, wie leicht es ist, diese Stufen des Lichtes emporzuschreiten. Und du wirst sehen, dass du nicht mehr Vergebung praktizieren musst, sondern es durch dich hindurch strömt und du in deinem Geist nur noch vergebend hinschauen willst. Denn jedes Urteil macht dich krank und fühlt sich schlecht an und fühlt sich dunkel an. Ja, das ist es, was wir miteinander tun können, und das ist es, worin wir Befreiung finden, und wir zum Glück und zum Licht der Welt beisteuern. Und dann und immer, jedes Mal, wenn du diese Stufe höher gehst, kommst du an den Punkt, wo du sagst, hey Vater, wir möchten unseren Geist dir wiedergeben. Wir haben ihn verraten, in einem Schraubstock der Bitterkeit gehalten und ihn mit Gedanken von Gewalt und Tod erschreckt. Jetzt möchten wir wieder in dir ruhen, so wie du uns erschaffen hast. Und hast du nicht auch manchmal dieses Gefühl, dass du wie in einem Schraubstock steckst, feststeckst? Das muss nicht sein. Du steckst nicht fest, das ist nur eine Idee. Lass dich heute emporheben im Lichte der Vergebung.